Anlässlich des sich nähernden zweiten Flutkatastrophenjahrestages besuchte am Montag eine Delegation der CDU-Fraktion das Ahrtal und umliegende Ortschaften. So auch CDU-Fraktionsvorsitzender Gordon Schnieder, der auf seiner letzten Station das Trierbachtal besuchte, einem Ursprungsort der Flutkatastrophe. Ja, die immensen Wassermassen werden im gesamten Einzugsgebiet der Ahr ja gesammelt und da sind die Nebenflüsse schon in einer besonderen Bedeutung im Wasserabfluss. Das haben wir auch vor 2 Jahren in dieser Katastrophe dann gemerkt und deswegen brauchen wir einen Zusammenschluss aller Anrainergemeinden, eben auch der Gemeinden, die an den Nebenflüssen liegen, um hier gemeinschaftlich zu schauen, wie kriegen wir Wasser zurückgehalten im Bereich der Oberläufe, damit wir dann auch in den Gemeinden an der Unterahr dann entsprechend Hochwasserschutzmaßnahmen durchführen können. Erklärt wurde der Ursprung der Flutkatastrophe von Wienand Schmitz, dem Leiter des Forstamtes Adenau. Zugleich führte Schmitz erste Lösungsansätze mit auf den Weg. Ja, der Trierbach ist immer ein Hauptverursacher bei den Ahr-Hochwassern. So war es 1910, 2016 und 2021 auch, als hier bei Kirmutscheid ein Wasserstand von über 6 Meter gemessen wurde oder geschätzt wurde. Der Trierbach hat ein großes Einzugsgebiet im Bereich Kellberg mit großen Offenlandflächen, mit vergleitend vernässten Standorten. Und dadurch speist er den Ahr-Bereich unheimlich mit Wasser. Und Ziel wäre es, diesen Trierbach, diesen Abfluss aus dem Trierbach zu verzögern. Als Forstmann sage ich dann, wenn die Eifel mir gehören würde, würde ich hier einen Bach Erlen-Eschen-Auewald anlegen. Das wäre von Natur aus ein Auewald, der auf natürliche Weise den Wasserabfluss verzögern würde. Denkbar ist aber auch die Errichtung von Kaskaden, um damit den Abfluss zu verzögern, damit die Flächen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar wären. Doch einen 6 Kilometer langen Auenwald zu pflanzen, ist kein leichtes Unterfangen, da die Fläche unterschiedlichsten Besitzern und Inhabern obliegt. Wie realistisch scheint da ein solches Vorhaben? Ich denke mal, man kommt um diesen großen Wurf nicht drum rum, auch nachzudenken im Oberahr-Bereich, hier im Trierbach-Bereich, solche Maßnahmen zu ergreifen. Die Dinge, die wir im Wald machen mit Rigoleneinbau, um Wasserabfluss zu verzögern, helfen natürlich. Wir probieren klimaresiliente, gemischte Wälder aufzubauen mit höherer Interzeption, die den Abfluss verzögern. Aber man muss auch an solche Dinge denken. Ich habe es mal hochkalkuliert, wenn wir hier tatsächlich einen Bach Erlen-Esche-Auewald über 6 Kilometer anlegen würden und 2 Meter hohes Wasser speichern würden, würden hier vielleicht 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten, verzögert abfließen. Das wäre spürbar im A-Bereich und wäre damit meines Erachtens auch ein gewisser Quantensprung. Was muss nun mit Blick auf das Ahrtal passieren, um künftig eine solche Katastrophe zu verhindern? Ja, Regenrückhaltung betrifft eben das gesamte Einzugsgebiet. Da liegen wir ja bei fast 900 Quadratkilometern. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir nicht die Gemeinden alleine entscheiden lassen können, was sie tun, was sie nicht tun, sondern dass wir alle gemeinschaftlich an einen Tisch setzen und dann insgesamt entschieden wird, was hier an den Oberzuflüssen zur Ahr passiert. Und dass nicht Einzelne sagen können, das geht mich nichts an, was tiefer ist, sondern ich habe für mich andere Prioritäten. Sondern wir müssen das in einem Gesamtwerk sehen, dass den gesamten Fluss mit all seinen Nebenflüssen in der Gesamtheit sehen, dann kann Regenrückhaltung gelingen. Zeit scheint hierbei ein wertvolles und nicht zu unterschätzendes Gut zu sein, wie auch Schmitz nochmals hervorhebt. Ja, schwer einschätzbar. Ich denke mal, die Zeit brennt uns auf den Nägeln, ja? Weil wenn wir unter der Klimaveränderung diese Starkregenereignisse zunehmend haben, dann werden wir es alle noch lebend wieder erleben. Ja? Man hatte ja schon 2016 gemeint, das wäre das Jahrhunderthochwasser gewesen für dieses Jahrhundert. Insofern denke ich, müssen wir dranbleiben. Im Wald sind wir, wie gesagt, schon dran mit dem Rigoleneinbau in großem Umfang. Wir sind in der AG Forst engagiert, um zu diskutieren, wo noch zusätzliche Potenziale sind zum Wasserrückhalt. Aber hier solche Sachen bedürfen natürlich einer politischen Weichenstellung. Ich denke mal, das hohe Interesse, Enquetekommission, Landtagsfraktionen zeigt, dass es in den Köpfen der Parlamentarier angekommen ist. Doch es sind nicht nur infrastrukturelle Maßnahmen zu tätigen. Um künftig besser auf eine Naturkatastrophe vorbereitet zu sein, braucht es auch einen entsprechenden Verband, wie Gerd Schreiner, Leiter des Zukunftsfeldes Klimaschutz und Landwirtschaft, fordert. Entscheidend ist,
dass die Gemeinden und die großen Wassernutzer, die am Oberlauf eines Gewässers liegen und diejenigen, die am Unterlauf eines Gewässers liegen, dass die sich gemeinsam an einen Tisch setzen. Wir brauchen deshalb gesetzlich verpflichtende Wasserverbände, die dann gemeinsam Regenrückhaltung im Oberlauf und Hochwasserschutz im Unterlauf planen und finanzieren und bauen. Denn zwei Jahre nach der Flutkatastrophe sieht es im Ahrtal keineswegs überall gleich aus, wie Schnieder und Schreiner nochmals hervorheben. Das sind ganz unterschiedliche Eindrücke. Wir haben Leuchtturmprojekte, die gut funktioniert haben, wo man in der Umsetzung ist und wo man sieht, dort ist wieder aufgebaut, dort funktioniert das Leben wieder. Aber wir haben halt auch ganz viele andere Bereiche, wo wir sagen, es funktioniert nicht. Dass wir im Bereich der Schulbauten noch an einem Stand sind, 3 bis 4 Monate nach dem Hochwasser. Mir ist wichtig, deswegen sind wir so häufig da, bin ich auch persönlich so häufig da, dass wir das Ahrtal nicht vergessen. Hatte immer den Eindruck, auch nach 2 Jahren, vielleicht auch nach 3, im Land passieren auch andere Dinge und sind andere Interessenlagen, dass man vielleicht das Ganze ein Stück aus dem Blick verliert, das dürfen wir nicht. Hier sind noch viele Jahre Aufbau notwendig. Wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir Planungen beschleunigt, wie bekommen wir auch endlich die Finanzmittel, die Liquidität hier ins Tal. Es sind ja erst, ich glaube, 5, 6, 7% der gesamten Summen abgeflossen überhaupt. Und da ist noch viel Arbeit notwendig, wenn wir Dörfer haben, wo erst jedes 5. Haus wieder voll bezugsfähig ist, wieder voll hergestellt ist. Dann können wir nicht einfach zusehen, sondern wir müssen schauen, was können wir jetzt schneller machen, vielleicht auch mit dem Vorschlag eines Sondergebietes, wo ich dann auch nochmal Sonderregeln gelten lasse, damit das hier endlich noch deutlich schneller vorangeht. Denn das zermürbt die Menschen, wenn man nicht merkt, dass wirkliche Fortschritte kommen. Es geht mir zu langsam. Es geht mir viel zu langsam. Unmittelbar nach der Flut, viele helfende Hände, man hat Dinge getan, die pragmatisch waren. Da ging es voran, die Leute haben Mut geschöpft. Es war auch die Bereitschaft, da Dinge anders zu machen als in der Vergangenheit. Und inzwischen ist wieder dieses schwierige, zum Teil auch sehr bürokratische Verfahren im Laufen. Und die Leute arbeiten sich ab an Genehmigungsverfahren. Und wenn ihr Haus ihnen weggeschwommen ist, wenn sie persönlich betroffen sind durch einen Verlust in ihrer Familie und sie sich dann durch seitenweise Formulare quälen müssen, bloß um ihr Gebäude oder ihr Unternehmen genauso wieder aufzubauen wie vorher, wo sie doch eigentlich es moderner aufbauen wollen als vorher, das zermürbt. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann dass endlich von Seiten der Verwaltung der Hebel umgelegt wird und die Menschen nicht zermürbt werden, sondern die Menschen eine Chance bekommen, das Ahrtal, das ist ja wunderschön hier, noch schöner aufzubauen, als es vor der Flutkatastrophe war. Wienand Schmitz äußert abschließend einen Wunsch. Eine Entscheidungsfreude würde ich mir wünschen. Ja? Die Problematik, denke ich mal, in vielen Köpfen drin. Wir stehen ja auch mit, ich bin ja jetzt kein Wasserwirtschaftler und kein Geologe, mit denen stehen wir ja im Austausch. Da wird jetzt noch diskutiert, auch im Wald, zusätzliche Potenziale zu identifizieren. Ich habe schon gesagt, da sehe ich überhaupt keine Zielkonflikte zum Wasserrückhalt. Wir wollen eine Forstwirtschaft mit maximaler Ökosystemleistung. Da gehört Holzproduktion natürlich dazu, aber Wasserrückhalt und Umweltschutz genauso. Und wenn hier irgendwelche Potenziale aufgetan werden, machen wir die Arme breit auf, um dies aufzugreifen. Und ich hoffe da auf politische Rückendeckung und Entscheidungsfreude. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Wunsch in Allerwelde erfüllen wird.